Das Güstower Schloss ist einer der bedeutendsten Renaissance-Bauwerke Norddeutschlands. Es war neben dem Schweriner Schloss die zweite Hauptresidenz der Mecklenburger Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert. Weil es sanierungsbedürftig war, wird hier seit 2019 gebaut. Eine der größten Baustellen Mecklenburg-Vorpommerns. Am 12. Dezember war es im Güstrower Stadtarchiv möglich, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Zu sehen gab es Fundstücke zum Schloss aus dem Depot des Museums und fantastisch erhaltene alte Fotos aus der Zeit ab 1870. Eine besondere Ehre für Claudia Henning vom Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin, ihr Großvater. Der Güstrower Architekt Johannes Henning hat vor etwa 100 Jahren Restaurierungen hier am Schloss vorgenommen. Als ich die Unterlagen das erste Mal gesehen habe, habe ich das als einen wunderschönen Gruß aus der Vergangenheit empfunden, als etwas, was eben halt ja so ein Fingerzeig von hüben nach drüben ging und letztendlich auch der familiäre Stolz. Und natürlich ist es eine Ehre für mich, hier am Schloss zu arbeiten, sicherlich so, wie es für meinen Großvater auch war. Das Güstrower Stadtmuseum besitzt Zeichnungen aus dem Nachlass von Johannes Henning. Museum und Stadtarchiv verwahren viele Unterlagen und Zeugnisse, vor allem zur Restaurierungsgeschichte des Schlosses. Johannes Henning hat damals Schornsteine entworfen und wieder instand setzen lassen. Das Schloss hat insgesamt eine, wie die Experten sagen, unglaublich belebte Dachlandschaft. Die Schornsteine stechen hervor. Über 10 von ihnen werden jetzt restauriert. Natürlich nur zur Zierde. Dank der alten Fotos können sie genau rekonstruiert werden. Sie sind in Mitteleuropa einmalig. Das Besondere am Güstrower Schloss ist, dass es einmal Italiener gebaut haben oder beziehungsweise Baumeister, die aus dem heutigen Norditalien kommen und die ihre Bauweise mitgebracht haben. Diese Vielgestalt der Außenfassaden mit den verschiedensten Quadern in verschiedenen Geschossen findet man im Ostseeraum nicht noch einmal. Dabei handelt es sich um einen Backsteinbau. Backsteine wie vom Steinmetz. Die berühmte Loggia ist mit ihren Sandsteinen eine komplette DDR-Rekonstruktion. 1960 wurde das Schloss nämlich umgebaut. Denkmalpflegerisch hatte man damals auch nicht leider so viel dagegen gehabt. Das ist auch der Zeitgeist. Man hat also bei der Loggia, bei dieser Riesenloggia, alles abgebaut. Nur die Gewölbe sind stehen geblieben. 100% ist kopiert worden in Dresden und 100% im sächsischen Sandstein erneuert. Das heißt, wir haben nicht einen Stein von der Loggia aus der Renaissance. Und jetzt ist die Frage, wo eigentlich sind diese Originale hingekommen? Das sind ja Tonnen an Sandsteinmaterial und nichts ist da. Und wir wissen wirklich nicht, als die Fachleute, wir wissen nicht einen Stein, wo der gelandet ist. Gibt es ein Güstrow, ist die große Frage. Gibt es ein Güstrow bei jemandem im Vorgarten, im Garten vielleicht noch Teile von ein Kapitell oder Teile davon, die man sich geholt hat, weil sie irgendwo weggeworfen wurden? Ein Aufruf also an die Zuschauer. Wissen Sie etwas über den Verbleib der originalen Sandsteine? Die derzeitigen Baukosten am Schloss belaufen sich auf etwa 30 Millionen Euro. Die Maßnahmen werden zu 75% von der EU gefördert. Wir sind im Dach und an der Fassade tätig. Wir sind im Innenraum, im Dach mit den Zimmermannsarbeiten fast durch. Die Dacheindeckungen ziehen nach. Wir sind also im Prinzip im letzten Drittel der Bauarbeiten. Wir hoffen, dass wir Ende 2024 mit dem Großteil fertig sind, aber wir werden wahrscheinlich bis Mitte 2025 noch an einigen Stellen arbeiten, sodass das Gerüst leider vielleicht noch an einigen Fassaden zu sehen ist. Im Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin wird derweil auch schon die Zukunft geplant. Höchstwahrscheinlich geht es dann später weiter mit der Sanierung der Innenräume. Und auch da gibt es mit Sicherheit wieder historische Besonderheiten zu entdecken.